Landwirt Fahrbericht. Die neueste Technik im praktischen Einsatz. Ich bin auf dem Weg nach Weißbach bei Lofer zu unserem Testbetrieb. Dort wartet der Herbert Stockhauser auf mich. Er ist einer unserer Spezialisten für Motormäher. Und ich freue mich schon, wenn wir heute den IPEX, die Generation 2, besprechen können. IPEX hat vor 5 Jahren einen Motormäher auf den Markt gebracht. Das ist eine kleine Vorarlberger Firma und hat diesen jetzt weiterentwickelt. Und heute haben wir erstmals die Möglichkeit, die Generation 2 vom IPEX im praktischen Einsatz zu testen. IPEX, das ist die lateinische Bezeichnung für den Alpensteinbock. Und so nennt Terratec auch seinen Motormäher. Hier auf den steilen Wiesen im Salzburger Pinzgau wird es sich hoffentlich wohlfühlen. Der Betrieb unseres Testfahrers liegt in einem Seitental oberhalb der Ortschaft Weißbach bei Lofer. Als wir eintreffen, wird schon fleißig an der Maschine diskutiert. Der erste Blick hinter die Plane des Anhängers ist vielversprechend. Gut sieht er aus, der neue Mäher. Auf der Verkleidung trägt er jetzt selbstbewusst die Hörner des Steinbocks. Beim gemeinsamen Mittagessen erklärt uns Terratec-Chef Lukas Schrottenbaum die technischen Neuerungen am IPEX G2. Auslöser für die Entwicklung war in erster Linie der Motor, denn der bisherige Lieferant Subaru Robin macht die nächste Abgasnorm nicht mehr mit. Also musste ein neues Triebwerk her. Doch dazu später. Jetzt wollen wir den neuen Mäher endlich ausprobieren. Lukas Schrottenbaum fährt den IPEX vom Anhänger und macht uns mit der Technik vertraut. Nach einer kurzen Einweisung dreht unser Testfahrer Herbert Stockhauser die ersten Runden. Schnell kommt er mit der Maschine zurecht, als ob es seine eigene wäre. Hier erkennt man den Vollprofi, der mehr als 300 Stunden im Jahr mit dem Motormäher unterwegs ist. Mit einer GoPro-Kamera am Kopf macht Herbert Aufnahmen aus der Fahrerperspektive. Der neue IPEX wirkt dynamischer als sein Vorgänger. Im Bereich der Lenkholme ist er schlanker geworden. Das einfache Bedienkonzept mit großen Schaltern und Reglern wurde übernommen. Neu ist das dritte Potentiometer, mit dem sich jetzt die Motordrehzahl elektronisch einstellen lässt. Auch den Multifunktionslenkgriff hat der Hersteller beibehalten. Jetzt gibt es aber einen zusätzlichen Knopf für den schnellen Richtungswechsel. Bei der Hydraulik hat Terratec aufgerüstet. Das neue System ist nochmal effizienter geworden. Es arbeitet jetzt mit 6 Pumpen. Bisher waren es 3. Damit lassen sich alle Funktionen unabhängig voneinander stufenlos in beide Richtungen verstellen. Sogar eine vollwertige Zusatzhydraulik bringt der IPEX jetzt mit. Die verstellbare Achse bewegt sich jetzt schneller und der Weg ist größer geworden. Damit kann man die Schwerpunktlage in jedem Gelände optimal einstellen. Ein tolles Feature, vor allem für die Arbeit mit schweren Mulchern. Hier konnte auch der neue Motor zeigen, was er kann. Ein Zweizylinder-Viertakt-Benziner von Briggs & Stratton. 23 PS leistet dieses Triebwerk, also 5 PS weniger als beim Vorgänger. Subjektiv konnten wir aber keinen Unterschied feststellen. Das bestätigt auch unser kritischer Testfahrer. Wie fällt sein Urteil aus? Ja, eigentlich bin ich sehr positiv überrascht. War echt super. Für den her leistungsmäßig beim Mulchen bin ich auch närrisch zufrieden, ist gut gegangen. Ein bisschen kleine Eingewöhnungsphase, was man halt ein bisschen braucht am Anfang, wenn man das erste Mal mit einem anderen Gerät fährt. Aber das ist super zum Fahren gegangen. Ja. Wer in erster Linie mulchen will, der sollte sich vielleicht noch etwas gedulden. Terratec arbeitet derzeit an einer stärkeren Maschine mit 37 PS, die kommendes Jahr in einer kleinen Vorserie getestet werden soll. Der IPEX G2 mit 23 PS ist dann bereits voll verfügbar. Wir sind gespannt, ob er an den Erfolg seiner Vorgänger anknüpfen kann. Mit etwa 3% fällt die Preiserhöhung recht moderat aus. Wir freuen uns schon jetzt auf einen Praxistest. Unseren ausführlichen Fahrbericht mit allen technischen Details findet ihr in der Landwirt-Ausgabe 22/2018.